Hallo, guten Tag, freue mich sehr. Ich bin ehrlich gesagt tatsächlich sehr aufgeregt. Mit diesem heutigen Abend zeigen wir halt zum ersten Mal unsere erste neue Folge der 8. Staffel. Bettina Lamprecht, Matthias Matschak, nicht? Dietrich Lindemann, Sanse Neu, Sabine Wittur, Christian Dorego, Lisa Sommerfeld, wir sind alle zusammen da und wir sehen wunderschön aus, also fast. Wir gucken alle Folgen, ja. Auch alle, die ersten 7 Staffeln, auch alle nochmal. Ich kann mir das nicht vorstellen, nicht dabei zu sein. Und wenn ich nur einmal durchs Bild hätte laufen dürfen, hätte ich es gemacht, weil das die lustige Kölner Familie ist. 4 Jahre ist es her. Warum zur Hölle hat das so lange gedauert? Es gab nur einen einzigen Grund, nämlich es war so, dass die Schauspielerin Bettina Lamprecht in der Zwischenzeit eine Serie gedreht hat. Und in der Zeit konnten wir keine weitere... Hörst du auf, bitte? Und deshalb konnten wir leider nicht weitermachen. Also es geht, wie immer, ist Schuld Frau Bruck. In meinem Fall erzählen wir natürlich auch diese 4 Jahre noch mal anders, weil ich vom Teenager zur jungen Frau mutiert bin. Ist es wirklich so familiär auch am Set? Das ist ein Hauen und Stechen. Ne? Ist das, wie das so mit Schauspielern ist. Ja. Ne? Du bist arbeitslos und lebst in einem Wohnwagen. Du willst jetzt für immer in dem Ding wohnen. Ich kann tun, was ich will. Wie läuft die Midlife-Krise? Scheiße! Also das ist natürlich das Allerschönste, wenn man beruflich und private Leidenschaft zusammenbringen kann. Und ich bin wirklich ein riesengroßer Pastewka-Fan. Ich habe jede Episode mindestens einmal gesehen, manche 6-7 Mal. Einen besseren Start hätten wir nicht haben können, als mit der tollen Serie loszulegen. Also es war ganz gut, dass wir alle 4 Jahre älter werden konnten. Nicht? Bei mir sieht man es, bei den anderen nicht. Und es ist so, dass wir jetzt natürlich punktgenau eine Midlife-Krise erzählen konnten. Denn im wahren Leben bin ich jetzt 45 und es tut mir sehr leid. Ich war total begeistert, hat mir große Freude gemacht. Eine wirklich sehr unterhaltsame Geschichte, selbst wenn man die ersten 7 Staffeln nicht kennt. Es ist nicht nur lustig, es ist ja auch teilweise jetzt sehr dramatisch. Es ist traurig am Ende ein bisschen. Können Sie alle drauf freuen? Es wird so fett. Die Witze sind sehr gut, sind aber auch alle gemacht. Sogar mehrfach.